Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. GDL-Streik im Personenverkehr der Deutschen Bahn hat begonnen. Es gibt einen Notfahrplan, Reisende müssen sich aber auf erhebliche Behinderungen einstellen. Industrievertreter befürchten Milliardenschäden durch den Streik im Güterverkehr. Einen neuen Vorschlag der Lokführergewerkschaft am Abend lehnte die Bahn ab. Russisches Militärflugzeug abgestürzt. In der Region Belgorod ist nach russischen Angaben ein Militärflugzeug abgestürzt. Das sollen diese Bilder zeigen. An Bord hätten sich laut Verteidigungsministerium in Moskau 65 ukrainische Kriegsgefangene befunden. Über die Absturzursache war erstmal nichts bekannt. Ex-Präsident Trump gewinnt Vorwahl der Republikaner in New Hampshire. Das berichten US-Medien unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse. Seine Konkurrentin, die frühere UN-Botschafterin Haley, kündigte an, weiter im Rennen zu bleiben. Trump hatte bereits die Abstimmung über die Präsidentschaftskandidatur vor einer Woche in Iowa gewonnen. Türkisches Parlament stimmt NATO-Beitritt Schwedens zu. Präsident Erdogan muss den Beschluss noch unterzeichnen. Schweden hatte den Mitgliedsantrag vor 20 Monaten als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestellt. Alle NATO-Mitglieder müssen zustimmen. Die Türkei hatte die Aufnahme bisher blockiert. Sozialverbände fordern Kindergelderhöhungen. Bisher ist nur eine Erhöhung des Kinderfreibetrags geplant. Dadurch würden jedoch nur Spitzenverdiener entlastet, sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Schneider, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch SPD und Grüne wollen das Kindergeld anheben. Die FDP ist bislang dagegen. Das Wetter. Heute viele Wolken, ab und zu mal Sonne und stellenweise Regen oder Schauer. Im Verlauf des Tages vom Westen bis in die Mitte öfter trocken und mehr Lichtblicke, verbreitet aber stürmisch. Höchstwerte 7 bis 15 Grad.